Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StoneShard. Ja, jetzt geht's weiter. Ich hatte gestern kaum Zeit, heute eigentlich auch nicht, weil mein Onkel Geburtstag hat. Aber so ist es. Man hat halt einfach viel zu tun momentan. Viel Training, viel familiär alles. Und ja, am Wochenende beginnt das Livestreamen, also da habe ich mehr Zeit zum Glück. Weil dann der Minecraft-Server startet. Endlich mal, weil das ist eine mega Aufgabe gewesen für den Techniker, weil vieles einfach nicht geht mit Mods und so Sachen gehen, viele Sachen, Einstellungen nicht. Und ja, das Spiel ist halt auch momentan extremst schwer, weil die Wölfe scheinbar gebufft wurden, aber das nicht in den Patch Notes steht. Auf jeden Fall zerfleischen sie mich immer wieder aus Magier, weil sie immer hinter einem Baum versteckt sind und sofort ankommen. Und auch 20 Schaden je machen und immer wieder treffen und so weiter. Also es ist echt schwer, also es ist schwer einfach dran zu bleiben an diesem Projekt. Aber ich bleibe natürlich dran und würde schauen, dass ich jetzt auch immer wieder eine Folge machen kann. Nur eben zeitlich geht's halt sehr schwer. So. Aber ich freue mich, dass das Projekt so gut ankommt. Ich werde öfters jetzt einfach auch ein bisschen aktuellere Spiele spielen, weil ich bin ja eher so der Retro-Fan und einfach einer, der an den Spielen dran bleibt, lebt bleibt. Aber ja, neue Spiele sind mittlerweile auch wieder recht hohe Qualität, also ein paar wenigstens. Ihr kennt ja das von Steam und so, dass einfach fast kein Spiel ja, interessant ist und so weiter. Ist halt problematisch, aber gut. Wenn ihr eben neue Spiele habt, dann könnt ihr sie mir gerne empfehlen. Also ich habe ja die E-Mail-Adresse, da könnt ihr immer wieder solche Sachen, Anfragen machen. Aber auch in den Kommentaren. Es wird halt auch noch nicht so viel bei mir in die Kommentare geschrieben. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare schreiben könntet. Ich bin ja auch immer einer, der antwortet. Solange noch die Kommentare wirklich übersichtlich sind. Wenn ich dann keine Zeit mehr habe für Kommentare beantworten, ja, versuche ich natürlich die besten auszusuchen und so weiter, aber momentan ist es nicht locker. So, heute haben wir gleich zwei Gegner. Das ist aber hoffentlich kein Problem. Der eine haut auch schon wieder ab. Der eine ist tot. Jetzt haben wir leider Cooldown. Aber mal rein. Wir haben ihn. Ein Rundschild und eine versteckte Keule. Nehmen wir einfach mal mit. Ja. Die Leder sind halt stark groß. So ein Rundschild ist wertvoll. Nehmen wir eine Fellaxt mit. Ja. Okay. Eine Fellaxt. Habe ich jetzt auch noch nie so gehört. Ja. Das Leder ist ja nicht so viel wert. Aha, da ist jetzt ein Dungeon. Wollen wir reingehen? Zuerst mal essen. Okay, wir haben viel Hunger. Kann es das sein, dass wir immer mehr Hunger bekommen, also dass wir weniger das wegbekommen? Zu heftig. Mal noch trinken. Und jetzt nochmal essen. Und sonst haben wir alles, oder? Wir gehen jetzt einfach mal rein, nehmen wir das Wertvollste, das andere Zeugs lassen wir hier. Ja, super. Ich glaube, das wird noch zu schwer für uns sein. Wie können wir mit gegen drei kämpfen? Wir gehen raus. Käse nehme ich mit. Du Käse, du alter Käse, du.
Der da. Käse, drei Käse hoch. Aha. Klingt ja toll. Okay, können wir jetzt ein bisschen abzoomen, bitte? Na, der andere. Ja, der andere ist auch hier. Okay, okay. Ein Eichetyp. Nein, das ist nicht Eiche. Ich habe nur 1175. Ja, das ist auch ein Problem, dass man so lange Ding auf zurückkommt, Downs hat. Ja, aber gibt es nichts Besseres? Na gut. Noch eine? Er trifft nicht. Aus einem Meter trifft er nicht. Ich habe das ausgewählt. Ich muss es wieder mit den Tasten. Wenn es gehen würde. Ah, okay. Das eine ist ja die Ding. Okay, der Jagdbogen brauchen wir nicht. Nochmals ein Käse. Du jetzt mal noch nicht essen, erst wenn ich noch habe. Scheinbar, ja, ist es machbar. Ja gut, wenn so viele im Ring kommen, nicht? Und sie treffen echt nicht. Da müssen sie noch Pfeile investieren, das ist ein bisschen komisch mit dem Bogen. Scheinbar wird es schon stark sein. Im Endgame. Ja, da muss man auch immer wieder Pfeile holen. Und noch einer! Ja, was haben wir denn hier? Ah, das ist der Bogen. Zum Glück kein anderer. Wir haben viel, es ist viel zu viel. Spiel betreibt an jeder Ecke irgendwie ein bisschen. Es will unbedingt ein Spiel sein, wo die Spieler einfach dran hängen und genervt sind. Also ich bin genervt ab und zu. Weil einfach zu viel kommt. Es könnte auch ein bisschen weniger kommen. Ja, schon der nächste. Ja gut. Schön noch die Kisten kaputt machen, was wir gar nicht machen müssen. Und der hat eine Zweihandwaffe. Jetzt nicht gerade so gut. Okay. Buh, gut hat er nicht getroffen. Ja, aber ich möchte gerne mehr sehen. Also ein Lock. Haben wir ein Lock? Mit einfach mehr sehen. Ja, verfehlt. Aber er hat uns nicht getroffen. Ich dachte, er hat uns getroffen. Nein, er hat uns nicht getroffen, stimmt. Ja. Na gut. Gehen wir mal runter zumindest. Ja, da ist nochmal einer. Lieber diese Seite, weil sonst kommt nochmal einer. Schon hardcore das Game. Oder hardcore, ja. Ja, sicher. Voll in die Fresse, oder wie? Oh ja, yeah, ja. Yeah. Hier geht's scheinbar weiter. Endlich mal Abhandlung der Stäbe. Riesen. Triumph, okay. Ja, sicher, noch einer. Es sind einfach viel zu viele. Ich habe keinen Mana mehr. Boah. Ey. Ich glaub's ja nicht. Okay, Schmerzen haben wir ein bisschen. Aber gegen Schmerzen haben wir nie etwas.
gut, wir können jetzt momentan nicht. Noch eine. Glaube ich, der. So viel haben wir. Einfach keine Chance. Ah, wir haben es geschafft. So, was haben wir jetzt? Immer noch nicht. Aber du wirst. Hey, wie viele müssen noch kommen? Gegen Schmerzen haben wir doch. Ne, gegen Schmerzen haben wir nichts. Ja. Aber es kann doch nicht sein, dass hunderte von Dingen uns sehen, überhaupt sehen, hören, oder? Sind sie so so laut mit dem Feuer? Glaub kaum. Also es ist einfach nicht gerade so toll gemacht, wie die Gegner uns einfach finden, oder? Es wäre besser, wir gehen von Raum zu Raum und da ist ein Gegner, als jetzt von jedem Gegner angegriffen zu werden, sofort. Das ist auch nicht gerade so toll. Also Low Life halt. Das können wir leider nicht viel machen. Und es geht noch nach unten. Wir sowieso mal auch suchen. Aber scheinbar. Ja. Gibt's keine Wahl in diesem Dungeon. Oder erst später. Aber gibt's denn auch mal etwas Gutes, bitte? Und nur Essen ist nicht so toll. Auch mal was trinken, bitte, und wertvolles. Ich frage mich, was andere Let's Play und Livestreamer so erzählt haben. Weil, ja, für mich ist es gerade echt ein bisschen, ja, soll ich sagen, nicht gerade so interessant, das Spiel, wenn man sehr viel beachten muss und so. Ich hätte lieber so ein bisschen ein weniger Hardcore-Taktik-Spiel. Das ist nicht so für mich so Hardcore-Taktik. Weil zu viel Taktik macht auch keinen Spaß. Und das ist ja schon, ja, da muss man auf alles schauen, sogar auf Hunger und Durst. Ich weiß es ja nicht. Trotzdem macht mir das echt viel Spaß. Okay, die erste Falle, aber gut, haben wir die gefunden. Auch ohne. Also die haben wir ausgelöst, sozusagen. Okay, weg. Da ist hier nichts zu suchen. Ich bin der neue Dungeon Meister. Ja, so langsam habe ich ein Problem. Was? Sättigung? Okay, wir können nicht mehr so gut ausweichen. Sollen wir das einfach trinken? Ich tue mal Tränke gar nicht anrühren. Solange wir nicht so viele Schriftrollen haben. Das ist ein Bein wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht mehr, wo man hin muss. Nur noch nach oben. Das wird ein bisschen schwer sein, wahrscheinlich. Vielleicht gibt es sogar einen Boss. Okay, einen Bogenschützen. Siegen, oder?
denke, es wird sogar besser gehen. Oder was ist das? Heldentum. Okay. Ich wollte dorthin, hab einen Feind eingesammelt und bin nicht dorthin gegangen. Wow. Liebes Spiel. Wenn schon etwas im Weg ist, kann doch bitte auch dorthin gehen. Bauer. Das sind Bauern. Mit dem Heugabel. Aha, ja, geht nicht durch die Wand. Ich werde vorher sehen müssen. Ja, aber die sind immer zu schnell. Ah, jetzt ist er tot. Gut, habe ich das eingesetzt. Bei der wäre natürlich schon recht in die Nähe gekommen, sonst. Die Mana geht leider aus, wenn ich so oft. Geht mal weg, geht mal schlafen. Ihr seid müde, Banditen. Geht einfach schlafen und ich töte euch dann. Ja. Noch eine. Nein, es ist kein reicher Typ, ich bin bettelarm. Armer YouTube, der kein Geld verdient, weil ich das nicht will, weil ich den Leuten keine Werbung senden möchte. Und deshalb habe ich so wenig Follower, nur wegen dem. Jetzt will ich schikaniert, jetzt will ich mich schikaniert. Ach komm, Mana. Musst du so langsam sein? Ja, mit dem Stab geht's langsam auch ein bisschen besser, aber ich bekomme halt kein Level über. So, seid ihr jetzt weg, bitte? Kann ich auch mal ein E-Buch finden? Anstelle von einem Stabbuch. Spiritus. Ja. Was macht ihr heute so noch? Ich bin in einem Dungeon und muss die ganze Zeit irgendwelche Sachen machen, die ich nicht so gerne habe. Ein bisschen taktisch. Das ist zwar nicht langweilig, aber das ist halt schon recht öde. Also öde ist ja auch langweilig. Aber ich mag es interessant zu handeln. Bin ich nie gelangweilt. Ich weiß, dass es irgendwas gibt am Ende. Bin gelangweilt. Es ist eigentlich ein besserer gewesen. Der hat so wie. Ja, der heißt einfach Überläufer, aber. Ob der wirklich auch. Ja, einfach stärker ist, oder? Wenn er Leben hatte. Wow, Elfe. Ey, was soll ich denn machen? Unglaublich. Wie soll ich denn das... Ey, diese Unwahrscheinlichkeit, es ist 86% und ich treffe... tu dir überhaupt nicht... Ding. Eine Zwiebel muss ich mitnehmen. Ich esse einfach viel zu viel, glaube ich. Auch ein Inventarproblem. Ich dachte, etwas anderes, ein Pulver oder so. Also, was muss ich jetzt hier... Ah, wieso ist das Bein schon so schwer verletzt? Eine Wunde. Unglaublich, ey. Das ist so umständlich. Sollten wirklich so machen, dass es wirklich auch hilft und nicht nur ganz wenig auffällt.
Ja, die wollen natürlich schon ein bisschen nerven, die Entwickler. Aber gut. Okay, hier geht's weiter. Ich brauche ja die Bücher, ich muss ein Ding suchen, die Bücher. Wie bekommt man am besten Zauberbücher? Bitte in die Kommentare schreiben, ich verzweifle schon langsam. Ich will unbedingt andere Zauber verwenden als nur Feuer. Wir haben eben diese Zeitmagie, Chronomagie oder wie es heißt. Gibt es da nicht die Liste? Chronomantie, ja. Psychomantie ist sicher auch cool, so verwirren und so weiter, denke ich mal. Ich wollte. Hey, ich hab doch drauf geklickt. Ey, diese Fallen. Unglaublich. Eine Möhre, die nehme ich mit. Möhre. Wieder zu voll geprägt. Ich bin ja einer, der nicht immer so muss 100% immer gut spielen. Und wenn so Spiele mich zwingen, gut zu spielen, wenn ich nicht so viel Rollenspiel mache, dann bin ich auch wieder ein bisschen demotiviert. Also liebe deine Hand. Nein! Ah, oh Mann! Wieso bist du nach oben geswitcht, du dummes Tier? Ja gut, dann gehe ich wieder raus. Unglaublich. Wie schwer können die eigentlich sein? Vor allem, wieso sind mitten im Eingang? Ja toll, hey! Alles für nix, hey! Ich glaub's ja nicht! Nur weil ich runtergehe, müssen nicht zwei mega schwere da sein. Ah, das Spiel kackt mich echt an, also. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das weitermachen soll. Ich werde es nochmal täglich natürlich weitermachen. Aber wie man einfach keine Chance hat, die Patches, die Hotfixes machen das Spiel immer wie schwerer, sollten mal dort aufzuräumen, wo wichtig ist, weil es unfair ist. Machen die lieber noch schwerer das Game, dass die unfairen Stellen noch schwer werden. Es ist einfach momentan echt kein gutes Spiel, kein guter Entwickler. Das muss ich einfach sagen. Die bringen zwar jeden Tag sicher mal ein Patch und Hotfix raus, aber das bringt ja gar nichts, die ändern ja kaum etwas. Eventuell fixen sie etwas, aber so richtig ändern tun sie nicht. Was sie gemacht haben, ist bei Pyromantie die Mana-Kosten hochgemacht, das haben wir auch gemerkt. Dann bei Zweihandwaffen. Und bei Waffen, Kampf, also bei diesen, in diese Richtung Waffe, oder? Haben sie die Mana-Kosten erhöht. Aber das macht das Spiel ungleich nerviger. Das hat auch keinen Sinn. Man hat ja sowieso immer wenig Mana. Also ich weiß nicht. Nächster Part halt, dann, wenn ich ein bisschen, ja, wieder motiviert bin. Aber das Spiel hat mir jetzt gerade ein bisschen die Motivation genommen, das Spiel weiter zu spielen. Ich werde bis zum nächsten Part mal noch ein paar Wölfe schlachten und so Geld verdienen. Eventuell noch ein Level aufzusteigen. Ja, wird schwer sein mit 1000 EXP, die ich noch brauche. Mal gucken. Oder ich werde einfach mal reingehen und dann wieder rausgehen nach dem zweiten Stock. Also das erste, das zweite machen und das dritte auslassen. Und das dritte machen wir dann gemeinsam im nächsten Part. Ja, bis dann. Tschüss.